Guten Morgen. Ich sehe total kaputt aus. Ich bin nämlich total beschäftigt. Wir haben gerade 4 Pakete bekommen für die Spendenaktion. Und ich habe für Linas Geburtstag Sachen bei Amazon bestellt, halt am Mittwoch. Also vor der Spendenaktion. Das ist aber erst heute gekommen. Ich zeige euch mal kurz, was alles drin ist. Moment. Einmal von Marsha und dem Bären so ein Besteckset. Das darfst du jetzt nicht sehen. Obwohl, sie steht hinter mir. Dann für ihre Küche hier sowas. Oh, sie hat es schon gesehen. Dann einmal das für ihre Küche, das ist Gemüse. Das ist Obst, das ist Obst, das ist Gemüse aus Holz. Und was noch? Dann noch so ein Besteckset von Marsha. Das war reduziert auf 5 Euro von 15. Und dann habe ich ihr noch so 3 Stickeralben bestellt. Aber eins haben wir jetzt schon aufgemacht, das ist von Feen. Die haben jeweils 7 Euro gekostet. Lina, das ist für deinen Geburtstag. Warte, okay. Genau, und dann haben wir voll viel zugeschickt bekommen für die Spendenaktion. Aber dazu werde ich ein extra Haul drehen. Aber dann muss ich heute diesen Karton in den Keller bringen. Ich habe nämlich Tupperware aussortiert, was ich nicht brauche, damit ich da auch Platz habe. Weil ihr wisst, wir haben nur eine 2-Zimmer-Wohnung. So, ihr Lieben, ich sehe aus wie ein Mensch. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich schlafe heute bei meiner Mama. Wir wollten dann zu Kaufland. Ich wollte 20 Adventskalender kaufen für die Kinder. Diese Schoko-Adventskalender für 50, 60 Cent. Ich packe jetzt gerade alles, damit ich auch nichts vergesse. Mein Laptop brauche ich auch, damit ich online schauen kann. Ich nehme euch mit, ich hoffe, das nervt euch nicht, aber die Spendenaktion ist, ihr seid auch daran beteiligt, deswegen nehme ich euch mit, damit ihr alles mitbekommt. Was noch? Was brauche ich noch? Genau, und wir wollten zu Jawohl. Da gibt es ja auch Sachen. Ich suche meine Tasche. Ich finde meine Tasche nicht. Ich finde meine Tasche nicht. Genau, Linas Geschenk habe ich gerade auch geschenkt, gezeigt. Denen gefallen die total. Wir wollen ja das Thema Marsha und den Bären nehmen. Für Linas Geburtstag. Hey, wo habe ich meine Tasche hingetan? Seid ihr auch so, Leute? Ich finde meine Tasche nicht. In dieser Wohnung finde ich meine Tasche nicht. Mensch. Ja, Schatz? Ich suche mal kurz meine Tasche. Moment. Lina, weißt du, wo meine Tasche ist? Chantam. Egal, komm, wir nehmen einfach die andere von Polo mit. Genau, ja, wir schlafen bei Mama, wir wollten dazu Jawohl, wie gesagt, noch ein paar Sachen kaufen, wenn ich was finde natürlich. Hier ist meine Tasche, guck mal, dann nehmen wir die mit, ja? Papa? Ja, Audel holt kurz das Auto, weil es draußen arschkalt ist. Jetzt warten wir auf ihn. Ich muss nur meine wichtigen Sachen jetzt einpacken. Und... Oh, hier sind 2 Pampers wieder von dir. Kennt ihr das? Ihr wisst nicht, was in eurer Tasche drin ist. Hier ist mein... Hier ist ein Schlüssel. Ah, doch nicht. Hier ist eine Creme, Mundgel. Linas Reisepass. Was ist das alles? Hier, Provinzial, komm weg. Eine Binde, auch schön. Ich nehme mal meine Kopfhörer mit zur Sicherheit. Man weiß ja nie, ne? Einmal umwickeln. Genau, wir haben heute 4 Pakete bekommen, also 3 davon waren für die Spende, 1 davon war ein Pinselset. Aber dazu drehe ich ein Video ab zu diesem Pinselset. Achso, wolltest du den Schlüssel? Bitte schön, tut mir leid. Genau. Also wir haben, ich kann euch mal zeigen, was wir alles jetzt schon an Spenden hatten. Happen. Wo ist mein Handy? Moment, Leute. Ich zeige euch das nach. Ich habe euch gezeigt, dass ich diesen kleinen Zimmer aufgeräumt habe mit Audel zusammen. Jetzt kann ich euch mal die Sachen zeigen. Ich muss die Kamera kurz umdrehen. So, das ist für die Spende. Die beiden Kartons sind bis oben hin voll. Dann haben wir da hinten die Tüte, diese Tüte. Und hier die Tüte, die ist auch voll. Genau, also wir haben sehr, sehr viel jetzt schon. Und dieser Karton hier kommt weg, da ist Tupperware drin. Da hinten sind 2 Koffer, die kommen auch weg. Dann habe ich hier viel, viel mehr Platz. Und da oben sind Linas Geburtstagsgeschenke, die habe ich jetzt dahin verstaut.
Genau. Und die Sachen werden auch noch verschenkt an die Kinder. Das ist einmal Lego und einmal Bob der Baumeister. So ein Vorschulset. Genau, und sonst? Ich sag so oft genau in letzter Zeit. Ich merke das total beim Schneiden der Videos und das nervt mich. So, jetzt habe ich keinen Akku mehr. Immer hat viel gelabert. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich dann wieder, wenn ich bei Mama bin, ja? Dann zeige ich euch, was ich gekauft habe schon mal. Ihr habt ja noch gar nichts gesehen. Nur die, die auf Instagram mir folgen, die haben es gesehen. So, ihr Lieben, ich zeige euch mal, was ihr braucht. Also Hähnchenbrust habe ich 600 Gramm. Dann brauchen wir Oregano, Milch. Öl, eine Dose Tomaten, Pfeffer, Basilikum. Ihr könnt auch frischen nehmen. Dann eine Knoblauchzehe, Schlagsahne und Käse. Also das ist das Einzige, was ihr braucht. Total einfach, oder? Übrigens geduscht. Was willst du aussehen? Willst du ein Joghurt? Jan? Nee, Babytasche. Ja, ich muss das gleich sortieren. Wir gehen morgen einkaufen. Hat die nächste Süße? Nein, keine Schokolade. Nein. Nein. Was möchtest du? Käse? Okay. Warte, ich mach dir eins ab. Alles kannst du nicht essen. Du kriegst dann Bauchschmerzen. So. Warte, soll ich das aufmachen? Berachi. So, bitteschön. Dann schmeiß das in den Müllschub ab. So, ihr Lieben, genau. Also wir haben morgen sehr, sehr viel zu... Ich konnte jetzt gerade nicht reden, weil Lina Käse wollte. Also wir haben morgen voll viel zu tun. Ich muss einen Termin beim Kinderarzt nehmen für die U7. Dann muss ich Pakete bei der Packstation abholen. Dann kriegen wir Pakete nach Hause geschickt für die Bestellung von der Spendenaktion. Dann wollten wir in den Indoor-Spielplatz morgen. Dann müssen wir einkaufen für Freitag, weil meine Freundin kommt. Dann, was noch? Dann müssen wir Linas Geburtstagsdeko entweder morgen oder übermorgen, morgen oder Freitag. Dann wollten wir schon mal Linas Geburtstagstorte bestellen mit dem Foto von Marsha. Das müssen wir aber noch ausdrucken bei DM. Plus, Audrey muss noch was für sich kopieren. Also wir sind morgen busy. Wir sind morgen voll. Und ich bin mir sicher, wir werden nur die Hälfte davon machen.
weil Audet keine Lust haben wird. Er sagt zwar, das müssen wir machen und so, aber ich glaube nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt unseren Kühlschrank ein bisschen ordnen. Sauber machen wir dann. Und Samstag wird die komplette Wohnung geputzt. Audet hilft mir dabei. An die, die sagen, Audet hilft dir nie. Doch. Dann schaut ihr uns noch nicht lang genug. Weil in manchen Vlogs macht Audet sogar, wischt er den Boden. Ja, ich muss die Gardinen waschen. Ich muss die Gardine im Schlafzimmer waschen, die weiße, weil die seit 3 Monaten auf Linas Bett rumliegt, weil mein Mann die Gardine immer noch nicht aufgehangen hat. Und ich da nicht dran komme, weil ich zu klein bin. Auch mit einem Hocker. Und der will das eh nicht, weil das viel zu gefährlich ist. Ja, dann was müssen wir noch machen? Also ich muss natürlich schon heute anfangen. Das Badezimmer habe ich vorgestern sauber gemacht. Ich mache das aber heute nochmal sauber, bevor Lina schläft, nachdem Lina schläft, weil ich benutze immer dieses Chlormittel und das ist sehr, sehr gefährlich. Das stinkt auch total. Dann die Küche mache ich eigentlich jeden Tag sauber. Und jetzt sieht die ein bisschen unordentlich aus, weil ich gekocht habe. Genau, meine Kerzen, Leute, schaut mal meine Kerzen. Die sind die ganze Zeit am Brennen, die ganze Zeit. Die sind tot. Tot. Genau, was noch? Ja, das mit der Altenheimspende machen wir. Ich habe denen, die auf Instagram gespendet haben, gefragt. 50 Euro hat gerade jemand überwiesen. Soll ich euch das mal zeigen? Oh, krass. Okay, das ist jetzt meine Live-Reaktion. Jedes Mal, wenn Geld gespendet wird, sage ich entweder wuh oder wow. Das ist jetzt voll der Zufall, dass ich jetzt draufgegangen bin. Ich zeige euch das mal so, damit man ihren Namen nicht sieht. Sieht man das? Ich glaube, man sieht's. Bitte die zweite Spende für das Altenheim ausgeben, wenn möglich. Danke dir für deine Mühe. Einem Hebdel, der dir schon einen Tschuschik gewidmet. Auf die müssen wir besonders Acht geben. Manche sind sehr vereinsamt. Das stimmt. Also, ich finde das voll schön, wenn alte Menschen sich freuen. Und das Geld wird definitiv an die alten Leute ausgegeben. Ich habe jetzt gerade geschrieben, bin am Vloggen, musst du dir anschauen, meine Live-Reaktion. Na, Mann. Dankeschön, echt. Also, wir haben fast über 700 Euro gesammelt und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und umso mehr wir sammeln, umso mehr Einrichtungen können wir glücklich machen und das ist der Hammer. Also, jetzt machen wir Kinder glücklich, dann machen wir alte Menschen glücklich und ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ihr könnt ja auch eure Vorschläge reinschreiben, wem wir noch was spenden können. Und nächstes Jahr irgendwann hoffentlich sammeln wir dann auch Spenden für die Länder außerhalb Deutschland. Also, natürlich sind andere Länder außerhalb Deutschland. Genau. Ja, ich bin total glücklich. Ich danke euch vom Herzen. Und ihr habt jetzt meine Live-Reaktion gesehen. Also, ich freue mich über jeden Cent, der kommt. Und sie hat sehr, sehr viel gespendet. Sie hat hier schon mal gespendet. Ich weiß aber nicht, wie viel sie gespendet hat. Das steht aber bestimmt hier drin. Weil es hat nur eine Dünde gespendet. Ich kann euch das mal kurz vorlesen. Sie ist jetzt eine von denen, die am meisten gespendet ist, glaube ich. Ich sag das jetzt nicht. Damit ihr euch schlecht fühlt oder so. Ich sage das nur, damit ihr seht, dass es wirklich so schöne Menschen auf dieser Welt gibt, die spenden. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? 20 Euro. Also sie hat insgesamt 70 gespendet. Dankeschön. Oh, schön. Ich könnte jetzt heulen. Ich finde das so schön. Ich bin stolz auf das, was wir auf die Beine gestellt haben. Echt. Auch wenn es nur 5 Euro sind, die man spendet. Ich bin... Und ich poste wirklich alles, was gespendet wird. Also ich mache hier dann den Nachnamen weg. Das kann man jetzt nicht sehen. Ich muss mal hier mein Licht reduzieren.
Ich schreibe, also ich mache den Nachnamen weg. Sieht man das? Genau. Und dann schreibe ich immer noch Dankeschön dazu. Weil das, damit die Leute auch sehen, dass wirklich gespendet wird, wisst ihr? Und an die, die mich haben heute sehr viele angeschrieben, mit Fake-Accounts, wie viel wir schon gesammelt haben. Sowas werde ich ab jetzt nicht mehr preisgeben. Ich habe es jetzt euch gesagt, aber ich denke mal, bis dahin werden wir ein bisschen mehr sammeln. Ich werde nur noch denen sagen, wie viel wir bis jetzt gesammelt haben, die auch gespendet haben, weil ich finde es einfach unfair, wenn Leute nur Negatives daraus entnehmen. Ja. Rat mal, wo wir sind. Wir sind bei Action. Für die Kinder einkaufen. Ja, Lena will schon mal einen Einkaufswagen holen, aber das geht leider nicht, weil wir den unten holen werden. Hatte, gib mal das, den Schlüssel vom Auto, Baba. Ja, wir können die Sachen hier in den Einkaufswagen tun und danach in der Tüte. In die Tüte. Lena, du musst das Auto abschließen. Geh alle weg, Vater. Komm. So, mal schauen, was wir alles finden werden. Gib Baba. Gib auch den Schlüssel. Dankeschön. Ich hab schon gedrückt. Mama hat schon gedrückt, glaube ich. Komm. Ich hoffe, es ist nicht so voll. Ach, will. War da null? Ja, richtig. Sehr gut. Was ist das? Haben wir Vögel hingeschissen? Ich schwöre, sieht aus wie Vogelkacke. Ey, nein, nicht drücken. So, ihr Lieben, wir waren gerade bei Action. Ich zeige euch mal kurz, was wir alles gekauft haben. Also nicht alles natürlich, ne? Aber so sieht unser Einkaufswagen aus. Komplett gefüllt mit Spielzeugen. Und so, so viel. Ich hoffe, das gefällt den Kindern. Hier sind zum Beispiel Weihnachtskugeln zum selber basteln. Für den Tannenbaum. Ich freue mich schon. Wohin lang?